Herzlich willkommen zurück in Östersund zum Biathlon-Auftakt der Einzelrennen bei den Herren. Und so schön die winterliche Landschaft hier drumherum ist, die Freude auf dieses Rennen ist nicht ganz ungetrübt wegen des laufenden Verfahrens zum russischen Staatsdoping. Und dabei der Frage nach dem Strafmaß. Martin Fourcade, einer der Wortführer in der Szene, ist mittlerweile abgerückt von der Forderung, das ganze Team für Pyeongchang zu sperren. Gabriela Kukalova hat sich für die Sperre ausgesprochen, wird seither in den sozialen Netzwerken massiv beschimpft und gar bedroht. Das sind die Themen hier so rundherum unter den Athleten, die sie natürlich bewegen. Das IOC wird am Dienstag das Strafmaß verkünden und danach wird dann auch der Internationale Biathlonverband reagieren. So, abgehakt für dieses Rennen, aus den Köpfen raus, Emil Hekle Svendsen. Einer der starken Norweger, die wir hier natürlich im Kampf gegen Martin Fourcade ganz vorne erwarten. Benedikt Doll, der Sprint-Weltmeister. Mit der Startnummer 2 wird er als erster Deutscher auf die Strecke gehen. Dann haben wir Simon Schemp, der folgt mit der Startnummer 30. Danach dann Arndt Peiffer mit der 45. Und Sie sehen schon, gut verteilt im gesamten Feld. Johannes Kühn dann mit der 64. Erik Lesser ist weit nach hinten gegangen im Startfeld mit der 72 und die 91 trägt dann Philipp Navrat. Und das können wir auch bei den anderen beobachten. Ole-Einar Bjørndalen mit der Startnummer 80 am Ende. Also die Herrschaften haben sich weit über das gesamte Feld verteilt. Man hat gewusst, es soll schneien. Man wusste nicht, wie lange es schneit. Wie werden sich die Bedingungen verhalten. Einige spekulieren eben damit, dass es hinten raus etwas schneller wird. Andere wiederum glauben, dass es vorne besser ist. Für uns ist es auf alle Fälle gut, weil wir viele Favoriten über das gesamte Teilnehmerfeld betrachten können. Und so das Rennen sicher spannend wird. Martin Oktians aus der Slowakei eröffnet dieses Mammutfeld von 108 Startern. Unglaublich. Benedikt Doll, also der Sprint-Weltmeister des Vorjahres, im Einzel. Und ich könnte Ihnen so eine richtige Vorfreude machen auf dieses Rennen. Wenn wir zurückschauen auf das vergangene Jahr, da war er der beste Deutsche und das als 30. am Ende mit 6 Fehlern. Lesser 31, Peiffer 32 und Simon Schemp gar nur 46. Alles der berühmte Schnee von gestern. Neue Chance, neues Einzel. Der erste von insgesamt dreien in dieser Saison. In Ruppolding wird es noch einen geben und dann natürlich den in Pyeongchang, den Olympischen. Sean Doherty, junger Amerikaner, 22 Jahre alt, mit der Startnummer 3. Und danach kommen dann weitere gute Athleten, sodass wir von vornherein gute Maßstäbe haben, für das gesamte Rennen gut einordnen können mit der 4, de Thieu, der Franzose, dann Morawetz mit der 5 und Simon Eder, der starke Österreicher. Das ist ein sehr gutes Paket da ganz vorne weg. Ein sehr starkes Paket. Wie gestern auch wird heute das Schießen entscheidend sein. Und wie kommt man so rein in diesen Einzelwettkampf? Denn die Strecke ist wirklich extrem schwierig. Die wahrscheinlich schwierigste Weltcup-Strecke in dieser Saison. Das geht vom tiefsten zum höchsten Punkt in einem Stück, circa 3,5 Minuten hoch. Das ist schon sehr anstrengend und das muss man 5-mal absolvieren. Und das Tempo muss eben richtig gewählt sein, damit man auch noch treffen kann. Da haben wir André Morawetz, den 33-jährigen Tschechen. Einen Weltcupsieg hat er bislang verbuchen können. Aber bei Weltmeisterschaften Mixstaffel gewonnen. Und mit seiner ganzen Erfahrung sicher einer derer, der sich dieses Einzelrennen sehr gut einteilen kann. 5 Laufrunden also, a 4 Kilometer, 4-mal wird geschossen. 2-mal liegend, 2-mal stehend. Und die Bestrafung ist hier eine ganz andere als etwa im Sprint oder der Verfolgung. Hier gibt es eine Minute obendrauf auf die Uhr. Und die tut viel, viel mehr weh als der ein oder andere Strafrunde. Simon Eder am Sonntag, erster in der Single-Mix-Staffel. Da hat er einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Sehr selbstbewusst schon am Schießstand gewesen, gleich beim ersten Auftritt. Das Schießen, seine Disziplin natürlich. Aber Simon ist im Laufe der Jahre, jetzt ist er ja kein Junger mehr, auch wirklich zu einem hervorragenden Läufer gereift. Ein kompletter Biathlet, der ja auch schon seine Medaillen gewonnen hat. Unbedingt. 34 Jahre ist er mittlerweile alt. Lars Helge Birkeland, der 29-jährige Norweger,
Bislang noch ohne Podestplatz in seiner Karriere. Zweimal war er Vierter, unter anderem im vergangenen Jahr hier bei diesem Wettbewerb, dem Einzel, dem Eröffnungsrennen der Saison in Östersund. Wladimir Iliev, vergangenen Jahr mit guten Ergebnissen der Bulgare. Sergej Semenov im Starthäuschen, der erste Ukrainer. Der war vergangenen Jahr in Antolz im Einzel auf dem Podest, da war er Dritter. Insgesamt viermal unter den Top Ten, also Sie sehen schon, es sind nicht auch immer die Favoriten, die gerade diese Einzelrennen gewinnen. Wir haben es gestern bei den Frauen gesehen. Ein Podest, das so wahrscheinlich niemand im Vorfeld getippt hätte, gewettet hätte. Und da sind wir gespannt, ob es eben am Ende die Martin Fourcade sind, Johannes Tinius Bø, einer der Norweger, einer der Deutschen oder vielleicht doch einer, der heute einen Zaubertag erwischt. Viele gehen in das Rennen und sagen, ich habe eh keine großen Chancen, ich mache da jetzt mal ein Training draus, laufen relativ locker, schießen damit gut und haben dann noch die Kraft hinten auf der letzten Runde sogar noch Zeit gut zu machen und dann kommen so tolle Ergebnisse wie gestern für einige zustande. Eben diese Unbeschwertheit, es wird von nichts erwartet und dann kommt plötzlich so ein gutes Ergebnis raus. Synnøve Sølvendal war das Beispiel überhaupt, die gedacht hat, naja, sie läuft hier im Training und dann wird sie Zweite. Keine Chance und die genutzt. Julia Tschümer hat Ähnliches erzählt, war noch krank gewesen vor der Saison, Fieber gehabt. Und dann ist sie ganz unbedarft ins Rennen gegangen und am Ende auf dem Podest gelandet, die Ukrainerin. Mit der Elf, der Gleitschirmflieger aus Slowenien, Klemen Bauer, 31 Jahre alt, aus Ljubljana. Größten Erfolg, den hat er in Vancouver gefeiert als Vierter im Sprint bei den Olympischen Spielen 2010. Und danach haben wir dann den ersten Finnen mit der Startnummer 12, während wir hier kurz Lukas Hofer gesehen haben. Kommen wir gleich dazu, 30 Sekunden nach Thomas Kronmann. Der Mann aus Jönsu, also hier unmittelbar aus der Nähe von Östersund. Nein, aus Jönsu, aus Finnland, pardon. Der hier am Start ist. Und dann schauen wir gleich auf Lukas Hofer. Auch einer derer, die am Sonntag hier schon ein dickes Ausrufezeichen setzen konnten. Zweiter in der Mixstaffel. Trotz Strafrunde am Ende hatte auch Arndt Peiffer in Schach halten können. Und springt hier, so kennen wir ihn, gleich bei diesem ersten Rennen, bei dieser langen Distanz über 20 Kilometer aus dem Häuschen raus, als gäbe es keinen Morgen. Sehr ambitioniert gehen hier die meisten weg, sehr schnell. Aber man erkennt auch ganz deutlich, dass wenn sie ins normale Laufen übergehen, dass es doch sehr langsam wird. Das ist sehr stumpf, man sieht es mit dem blanken Auge, wenn man den Vergleich zu den letzten Tagen hat. Das ist schon eine spannende Geschichte heute. Daniel Mesotic, 41 Jahre alt, seine 18. Weltcup-Saison. Nach Ole Einar Bjørndalen, der zweitälteste im Feld, schafft es jedes Jahr wieder, sich in die Mannschaft zu spielen, zu trainieren, reinzurutschen. Während wir hier die Stiefelenden von Michal Krčmár aus Tschechien sehen. Sechster im Einzel im vergangenen Jahr bei der WM. Bestes Ergebnis bislang im Einzelrennen, im Einzelwettbewerb. Und dann der Blick raus in den verschneiten Wald. Schöne Pisten, insgesamt eine wunderschöne Winterlandschaft hier in Östersund, im Jämtland, in Mittelschweden. Und die Startnummer 1 durch die Zeitnahme. Aber dann sind wir natürlich gespannt auf Benedikt Doll, wie der das Ganze hier angeht. So, komm ab! Benni, 4 Sekunden voraus, bis 4 Sekunden voraus. Komm auf, geht's hopp! Und die Information gleich rübergereicht von Andreas Stitzel. Die Stimme kennen Sie aus dem vergangenen Jahr. Lautstark, mit viel Temperament. Auch in dieser Saison am Rande bei den Herren, während Marc Kirchner am Schießstand am Glas steht und die Schießeinlagen seiner Athleten beobachtet. Yevgeny Garanichev, der erste Russe
Und natürlich ist das Thema auch in ihrer Mannschaft präsent. Rico Groß legt größten Wert darauf, hat in der Vorbereitung darauf geachtet, dass sie immer erreichbar sind. Sind häufig getestet worden, die russischen Athleten in der Vorbereitung. Simon de Thieu. Ja, um eine Sekunde schneller als Benedikt Doll an dieser Stelle. Zu diesem Zeitpunkt kann man natürlich noch nicht viel sagen. 2,8 Kilometer, 4 Kilometer ist die erste Runde lang, fünfmal zu durchlaufen. Und wie gesagt, 3,5 Minuten am Stück geht es da bergauf bei stumpfem Schnee. Da kann man auch auf der letzten Runde noch viel Zeit gut machen und genauso viel Zeit natürlich auch verlieren, wenn die Renneinteilung nicht passt. Man kann es nicht oft genug sagen, das ist eben die große Kunst des Biathlonsports, so zu laufen, dass man gut treffen kann, aber auch noch eine schnelle letzte Runde und insgesamt das Tempo eben so, dass es schnell ist. Und dann kommt heute der stumpfe Schnee dazu, den musst du ja mit berechnen im Prinzip, das kostet dich mehr Kraft, ist sicher auch nochmal eine Überlegung wert für den Athleten. Und es ist so schwierig einzuschätzen, ja. Weil das Gefühl ist natürlich jetzt durch den schnellen Schnee der letzten Tage natürlich bei allen schlecht und du selbst denkst, ist das jetzt schnell genug, was ich da mache, ist das wirklich das richtige Tempo? Du bist da zusätzlich verunsichert, natürlich geben dir die Zwischenzeiten dann schon das erste Maß, ja, aber trotzdem das Gefühl, jetzt auf diesem langsamen Schnee laufen zu müssen, das ist ein ganz ungutes. Ja, zumindest erhält man mit diesen Zeiten, mit diesen Zwischenzeiten eine kleine Referenz. Da haben wir Benedikt Doll. Gut zu erkennen, sein Laufstil auch aus der Rückenansicht. Kraftvoll, der Sprintweltmeister. Und manchmal neigt er dazu, zu viel Kraft in die Runden zu hängen. Auch am Sonntag bei der Mixstaffel hat er am Ende wieder gesagt im Interview, ja, da habe ich mir ein bisschen zu viel zugemutet und dann ein bisschen die Probleme gehabt beim Schießstand, den Sie im Übrigen auch heute wieder komplett beobachten können, wenn Sie sich einklinken, zdfsport.de, den gesamten Schießstand im Überblick. Erstes Schießen in diesem Einzelwettbewerb. Für den Slowaken. Und Benedikt Doll ist schon dahinter hergerutscht, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir sehen wieder den ersten Schuss bei 14,5 Sekunden. Dann die Rhythmen zwischen den einzelnen Schüssen. Wenn es dann mal rot aufleuchtet, war es eben ein Fehler. 13,2 Sekunden bei Benedikt Doll. Sehr schnell der erste Schuss gesetzt. Ui. Ah, schade. Ja, der Fehler mit dem letzten. 2, 3 und 4 recht zügig nacheinander. Benedikt Doll. Das sehen Sie im Hintergrund, die roten Fahnen, die tänzeln heute ein wenig mehr als in den vergangenen Tagen. Auch das müssen die Athleten natürlich einschätzen. Der Wind wird uns diese Tage noch öfters beschäftigen. Es ist mehr Wind fürs Wochenende vorhergesagt. Immer ein Thema hier in Östersund, aber heute schon mehr als gestern, aber nach wie vor gut zu beherrschen. Also wir werden auch heute wieder viele gute Ergebnisse sehen, da bin ich überzeugt. Ob es 12-mal fehlerfrei über 4 Schießeinlagen bleibt, wie gestern bei den Frauen, das ist abzuwarten, weil so etwas hat es noch nie gegeben. Das war ungewöhnlich. Ja, sehr gute Serie, in aller Ruhe, sehr gleichmäßig absolviert von Simon de Thieu. Das ist ja eben die große Kunst, der Unterschied etwa zum Sprint, eher nicht zu viel zu riskieren, sondern die Schüsse eingedenk der einen Minute, die oben drauf kommt, doch sauber ins Ziel zu setzen. André Morawetz wird ein wenig lebhafter. Simon Eder kommt da hinten schon und Anton Cipulin steht im Starthaus. Die optimale Schießzeit ist ungefähr 30 Sekunden.
insgesamt. Das wird immer die Zeit gemessen vom Betreten der Matte bis zum Verlassen der Matte. Auch Morawetz trifft alle fünf Scheiben. Simon Eder, der Linksschütze, da haben wir eben von vorne im Bild. Morawetz auf Position 2 und Simon Eder, der schießt trotzdem schnell. Der schießt so schnell wie fast kein anderer in diesem Feld. Er kann es, und wenn du mal da auch drin bist, das oft genug trainiert hast, dann fühlst du dich auch sicher. Dann hast du eher ein Problem damit, wenn es etwas länger dauert. Und Martin Fourcade, der sich da noch vorbereitet, Startnummer 36. Simon Eder also der neue Führende nach diesem ersten Schießen. Sechs Athleten haben das bislang absolviert. Birkeland ist der siebte. Und nur Doll und Oktians haben hier jeweils eine Scheibe verfehlt. Eder also vor Birkeland und Morawetz. Da haben wir Simon Schemp. Am Wochenende hat er noch aufs Mixed verzichtet. Sagt, seine Laufform passte noch nicht ganz so. Hatte er zumindest das Gefühl, ich bin sonst topfit, alles ist gut, gut durchgekommen durch die Vorbereitung. Und jetzt geht auch für ihn die Saison los. Und dann rüber zu Mario Dolder. Ging mit einem Fehler. Ja, das ist schon bitter. Drei Fehler, ja. Gleich am Anfang bist, ja, du schon. Bist du schon raus, ja. Relativ weit weg von allem, was da noch kommt. Jetzt schaut er und stellt noch mal drei Rasten bei rechts. Da oben eingeklingt Wladimir Iliev, jetzt auch mit Fehler. Der war bei dieser ersten Zwischenzeit der schnellste gewesen. Aber jetzt hier mit zwei Fehlern auch er einen Dämpfer. Für ihn. 30 Jahre alt, erfahrener Mann, guter Schütze. Aber hier hat es nicht ganz hingehauen. Arndt Peiffer im Tunnel vor dem Start. Der 45 wird er kommen. Das ist das Feld momentan nach dem ersten Schießen. Also Simon Eder vor De Thieu und Birkeland, dann Morawetz. Benedikt Doll auf 6 mit dem einen Fehler. 59,8 Sekunden. Also das ist die Minute im Prinzip. Und dann haben wir Emil Hägle-Svensson. Für Norwegen, 32 Jahre alt mittlerweile. Am Sonntag mit der Mark-Mix-Staffel siegreich als Schlussläufer. Aber sein letzter Sieg im Weltcup, der liegt 2,5 Jahre zurück. Und am Sonntag war er nicht wie gewohnt ganz so sicher am Schießstand. Emil Hägle-Svensson, werden wir erleben, wie es ihm heute geht. Lukas Hofer. Braucht sehr lange, 23,9 Sekunden bis zum ersten Schuss. Und dann auch schon ein Fehler. Mhm. Ja. Mit der einen Minute hat er relativ, also viel Zeit hier gelassen bei diesem ersten Schießen. Und gleich laufen da unten mehrere Namen durch. Achter Rang im Moment. Knapp 1,2 Sekunden hinter dem Führenden. Laufzeit ähnlich wie von Benedikt Doll. Also laufen können die beiden. Ja. Definitiv. Und da steht ja der Mann. Die Gelb und Rot zum sechsten Mal nacheinander den Gesamtweltcup gewonnen. Alle Disziplinkugeln abgeräumt im vergangenen Jahr. Simon Schemp sagt, der Mann hat uns unsere Grenzen aufgezeigt. Aber das ist gleichermaßen meine Motivation, Tag für Tag mich immer zu verbessern, zu trainieren, um ihm ein Stück weit näher zu kommen oder an ihn ranzukommen, ihn bezwingen zu können. Martin Fourcade, das wird auch das Thema sein in dieser Saison. Kretschmar sehen wir hier. Vorne hat Daniel Mesotic gelegen. So 4 Treffer bis jetzt. Und der 5. geht auch noch rein. Ja, fehlerfreies Schießen. Ja.
Ja, aber geht jetzt einen Anschlag nochmal nach den zwei Fehlern. Und geht hier mit zwei Strafminuten raus. Der Mann aus Tschechien. Und sein Rückstand 2,5 Minuten. 14. Rang momentan. Jewgeni Garanichev. Zügig geschossen, zweitbester Russe im vergangenen Jahr im Weltcup, aber eben auch eine Scheibe verfehlt. Da kommt gleich sein Landsmann Maxim Zvetkov, auch den werden wir im Auge behalten. Johannes Tinjesbø nimmt die 20 Kilometer in Angriff. Oben kurz zu sehen aus dem Starthäuschen raus. Und alles gut erledigt. Da haben wir Rico Groß. Den haben wir vermisst beim Anschießen. Ja, da war er wohl draußen auf der Strecke und hat mit die Ski getestet. Auf geht's! Also läuferisch passt soweit. Weiter geht's! Komm auf! Und es ist ganz klar, die Ski sind heute das Maß der Dinge, das Wichtigste, denn diese Umstellung des Wetters, des Schnees, das war heute schon eine große Aufgabe für alle Techniker, dass die Ski heute auch wieder laufen. Und da hat Rico Groß mitgeholfen mit seiner ganzen Erfahrung. Er hat natürlich ein sehr gutes Skigefühl. Und die Athleten, die Russischen, die hören schon auf das, was Rico gerade auch beim Skitesten so mit von sich gibt, welches Urteil er abgibt. Da sind sie immer ganz gut beraten und vertrauen ihm. Und Benedikt Doll haben wir in der Zwischenzeit gesehen, gut 1,1 Minute, 2 Sekunden hinten dran, also hat eine Winzigkeit verloren. Hier haben wir das nächste saubere Trefferbild. 5 Schuss, 5 Treffer, Artem Prima aus der Ukraine. Bekanntermaßen immer wieder gute Schützen aus der Ukraine, während wir hier den schnellen Mann Julian Eberhardt aus Österreich sehen. Im vergangenen Jahr seine absolut beste Saison im Weltcup hingelegt. Zweimal ganz oben gestanden auf dem Treppchen. Dann allerdings bei der WM ohne Einzelmedaille geblieben. Julian Eberhardt. Ja, super. Julian ist ja ein Mann, der extrem schnell laufen kann. Ja. Und bei dem war es letztes Jahr, so hoffe ich doch, so das Schlüsselergebnis, dass wenn er eben trifft, dass er dann auch ganz vorne sein kann. Also dass er den Simon Schemp, gute Angangszeit hier. Dass Julian Eberhardt eben so dieses Schlüsselerlebnis hatte, dass er gewinnen kann. Und das gibt Selbstvertrauen. Und jetzt muss er es halt auch immer wieder für sich selbst bestätigen. So, Benedikt Doll ist schon wieder da. Nächsten 4 Kilometer absolviert. Stehender Anschlag, schon ordentlich am Pumpen. Ja, er verlässt bei dem einen Fehler weitere Minute, kommt obendrauf für ihn. Schade drum. Hat einen Moment dann noch gezögert vor dem letzten Schuss, den wollte er dann unbedingt treffen, völlig zu Recht. Benedikt Doll, da hinten kommt er und geht jetzt durch die Zeitnahme. Klar mit der frühen Startnummer, 30,8 Sekunden hinter jetzt schon dem Slowaken. Und dann werden wir schauen, wenn jetzt die Eders und Morawetz und so weiter kommen, wie sich das hier entwickelt. Auch für ihn, für Arndt Peiffer. Auf dem Weg in seine letzte Saison, Fragezeichen. Das hat er mal so angekündigt in einem Interview. 2018 sollte Schluss sein. Vielleicht mit den Olympischen Spielen.
Bin gespannt, ob das so kommen wird oder ob er vielleicht doch noch ein, zwei Jährchen dranhängt. Der Arndt-Pfeifer Simon de Thieu. Sieht sehr konzentriert aus. Ganz saubere Bewegungen und dann kommt trotzdem der Fehler. Jean-Paul Jacquinot, ja. Der leidensfähige Trainer am Glas seit Jahren. Muss auch hier den letzten Schuss mit Fehler registrieren. Und dennoch die Führung für de Thieu im Moment, aber auch er ja mit einer niederen Startnummer unterwegs. Die Kulinen sehen wir unten am Schießstand, den Russen. Ganz gute Stimmung schon heute auf den Rängen. Das wird sich zum Wochenende hin sicher noch steigern. Und oben haben wir jetzt Simon Eder. Schipulin ist fehlerfrei geblieben. Und Eder. Boah. Er schießt wieder. Wahnsinn. Schau an. Wahnsinn. Weitere starke Serie von Simon Eder. Während wir hier Anev groß sehen mit zwei Fehlern schon. Zweites Schießen also auch für Simon Eder fehlerfrei. Klare Führung vor de Thieu. 1 Minute 4,7 Sekunden. Da unten haben sie es jetzt eingeblendet. Und Lars Helge Birkeland. Auch hier schnelle Rhythmen. Ja. 1,7, 1,8 Sekunden zwischen den Schüssen. Und jetzt kommt Simon Cemp. So, Daumen drücken. Für Simon Cemp. Wäre wichtig hier, gut reinzukommen in dieses Jahr, in diese Saison. Straffen Wind jetzt von rechts nach links. Beginnt gleich mit einem Fehler. Hat weiter geschossen, ja. Hat gemerkt, das war ein Schießfehler von mir, ein Fehler. Ich brauche nichts nachjustieren, war gar nicht verunsichert, hat weiter geschossen und ja, ist jetzt da in etwa, wo Benedikt Doll auch ist. Ja, ganz genau, 57,2 Sekunden sein Rückstand auf Simon Eder. Das macht dieser eine Fehler eben aus, Anton Babikow. Weiterer Russe. Hier im vergangenen Jahr mit seinem ersten Weltcup-Sieg, allerdings in der Verfolgung. Beide Augen starr geöffnet. Ja. Kann er wieder eine Null notieren, Rico Groß. Auf seinen Zettel. Anton Babikow an die Zeit von Eder kommt er nicht ran. Schauen Sie, er ist Neunter mit 17,8 Sekunden Vorsprung. Also da geht es richtig eng zu da vorne, während sich jetzt hier Emil Heckle-Svensson niederlegt. Ja, Sie sehen es, die roten Fähnchen da im Hintergrund. Ganz unterschiedlich, stehen waagerecht, tänzeln im Wind. Und da hilft dir dann irgendwann auch all die Erfahrung. Nicht, er hat richtig gezögert vor diesem vierten Schuss, aber hat ihn nicht ins Ziel gebracht. Er ist mit der Atmung nicht ganz zurechtgekommen. Einmal mehr atmen müssen. Und da ist dann schon ein klein wenig die Konzentration weg. Und die wird sofort wieder hervorgerufen, wenn du dann den Fehler geschossen hast, wenn es zu spät ist. Hat aber den letzten dann noch mehr getroffen und es freut mich für, ja, Clement Bauer. Starkes Schießergebnis bisher. Dass der das so auf die Reihe bringt, war ja in der Vergangenheit immer ein Wackelkandidat, ja, im Schießen. Und setzt sich hier auf Position 2 für den Moment. Und Martin Fourcade ist da, schauen Sie auf die Zeit. Schnell unterwegs. Vor allem Michael Rösch gestartet, der da hinten liegt. Rösch, ein Fehler.
Ja, und er macht da weiter, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat. Blitzsauberer Auftakt am Schießstand in den Einzelrennen für Martin Fourcade. Die Belohnung auf grünem Feld unten, weißer Schrift, 13,8 Sekunden. Der neue Führende heißt Martin Fourcade. Erinnerst du dich, als du alles, was du getan hast, aus purer Freude getan hast? BMW X-Drive. Im neuen BMW X3 und in vielen weiteren Modellen. Jean-Guillaume Beatrice, der Franzose, ist der Nächste hier. Während Sie beobachten konnten, Rastogujevs aus Lettland, der neue Zweite hinter Martin Fourcade, nur 2,6 Sekunden hinter dem Franzosen nach dem ersten Schießen. Johannes Thingnesbø ist da. Da sind wir auch mal gespannt, wie schnell der hier schießt. Beatrice sehr schnell, sauber, diese Serie. Sehr, sehr konzentriert. Siegfried Massey weiterhin am Glas bei den Norwegern. Gute Serie. Die Norweger sind erwartungsgemäß sehr stark unterwegs. Schneller noch als Martin Fourcade. Die sind schon 3 Wochen im Wettkampfmodus. Sind traditionsgemäß im ersten, zweiten Weltcup überragend. Werden dann schon wieder ruhiger. So war es in den letzten Jahren. Aber Johannes Thingnesbø ist das Ausnahmetalent. So würde ich ihn jetzt schon gar nicht mehr nennen, aber er ist der Ausnahmeathlet in Norwegen zurzeit. Und der kann alles. Schnell laufen und sehr schnell schießen. Das werden wir sicher dann auch im Sprint beobachten können. Da neigt er ja durchaus zu Schnellfeuereinlagen. Dominik Windisch. Nicht so zielsicher Maxim Zvetkov. Zweites Schießen. Ja, bleibt dabei. Auch für ihn die Treffer 6 bis 10. Bislang nach dem zweiten Schießen 3 Schützen durch die Zeitnahme mit jeweils 10 Treffern. Eder, Bauer, jetzt Zvetkov und auch Morawetz. Das sind die ersten 4, während sich Johannes Kühn bereit macht. Als drittletzter Deutscher nach ihm ja noch Erik Lesser und dann Philipp Navrat mit der 91 ganz am Ende. 26 Jahre ist er alt, startet für den WSV Reit im Winkel. Stammt aus Altötting, ist angereist hier am Montag. Die U-Cup gelaufen und zum Team gestoßen. Und Erik Lesser hier draußen, kleiner Spaßvogel. Sorgt immer wieder für gute Stimmung und nutzt dort die Kommunikationsmittel der Betreuerin. Guillaume Maillet. Auch gute Serie. Aber weit weg von Johannes Thingnesbø. 11. Rang, 37,4 Sekunden. Sein Rückstand um Julian Eberhard. Schnell, sehr schnell. Ja, schau den Rhythmus an. Ja. Und schnelle Laufzeit dazu. Kommt prima durch in diesem Einzel bislang. Julian Eberhard, der 31-Jährige aus Saalfelden. 1,96 lang. 2,8 Sekunden hinter Simon Eder nach diesem zweiten Schießen. Also 2 Österreicher vorneweg jetzt. Arndt Peiffer. Ja, souverän gemeistert. Der ersten 5 Schuss. Auch er, wie wir ihn kennen, mit
beiden Augen starr auf die Ziele gerichtet. Bester Deutscher ja gewesen im vergangenen Jahr als Vierter im Gesamtweltcup. Klasse Mannschaftsergebnis, drei unter den Top Ten und er hier war noch auf dem 11. Rang in der Gesamtwertung. Benedikt Doll. Sehr schnelle Bewegungen, sehr viel. Jetzt dreht er wieder zurück in die andere Richtung, ist ihm eingefallen. Mensch, ich glaube, ich habe auf die falsche Seite gedreht. Da hält man kurz den Atem an. Herr Benny. Jawohl. Und hat in der ganzen Hektik alles richtig gemacht. Ja, ja. Zunächst dreht er zwei bei rechts und denkt sich, war das die richtige Richtung? Dann vier bei links natürlich, ja, weil er zwei Rasten drehen wollte. Zwei, ja. Aber insgesamt hat das jetzt sehr gut gemacht. Wunderbar, Benny Doll jetzt. Endlich steht die Null bei Benedikt Doll mal in diesem dritten Schießen, im dritten Anlauf. Und da können wir noch mal genauer hinschauen. Wie jetzt? Da war es schon passiert. Hat er gut gemacht. Auf alle Fälle hat er es super gemacht. Die Nerven musst du ja haben, musst du behalten. Ja. Der Schwarzwälder, aber hat er gut gemacht, wie du sagst, völlig zu Recht, Simon de Thieu. Boah, Glück hier, ja, beim letzten. Und das nimmt er mit aller Gelassenheit am Glas. Und neuer Führender nach dem dritten Schießen jetzt, Simon de Thieu, 1:07 vorne. Stark. Auch läuferisch sehr stark, 7 Sekunden schneller jetzt, wenn man einfach nur das Ergebnis, Schießergebnis einberechnet. Und Anton Cipulin sehen wir zum ersten Mal, ersten Schießen, 5 Treffer. Na, schaut er noch mal einen Moment hinterher. Und dann Simon Eder. Geht das hier so weiter mit ihm? Schauen Sie auf die Zeit. Sehr schnell. Sehr gut. Jetzt etwas ruhiger. Hat noch mal eine Patrone ausrepetiert, kostet wieder viel Zeit. Ja. Aber macht das hier sehr souverän unterm Strich, während wir oben Simon Schemp sehen. Birkeland, 5 Treffer und Simon Schemp marschiert durch die Scheiben. Vierter Treffer und auch die letzte fällt. Sehr gut. Da kommt er unbeschadet hier raus aus diesem ersten stehenden Schießen. Unten die Zeit jetzt von de Thieu, 23:04. Stehenden Anschlag ist der Weg etwas weiter. 8. Rang im Moment. 1:02 der Rückstand für Simon Schemp. Und jetzt geht es auch los für Erik Lesser. Sonntag ja 2. gewesen mit Franziska Preuß in der Single-Mix-Staffel. Da haben sie sich schon ein wenig Selbstvertrauen holen können. Insgesamt 9 Nachlader. War der ein oder andere zu viel. Läuferisch fand er das Ganze schon okay. Und hier haben wir den momentan führenden Simon Eder nach 3 blitzsauberen Schießeinlagen der Linksschütze. Und auch läuferisch das Gesamtpaket passt. Babikow. Svensson. Ja, 5 Treffer Babikow. Auch bei Svensson läuft's gut. Jawohl, bis zum 5. Schuss inklusive. Alles getroffen. Momentan gute Schießphase hier. Viele, die gut durchkommen, gut beherrschbar. Offensichtlich. Babikow auf 6 nach dem 2. Schießen. Svensson direkt dahinter auf dem 7. Rang.
51 Sekunden hinter Simon Eder, wie gesagt, nach dem zweiten Schießen. Clemen Bauer ist zum dritten Mal da. Mit einer guten Zeit, auch er justiert ein wenig bei links. Zwei, drei, vielleicht vier Rasten, das ist ein guter Zentimeter. Und das gelb-rote Trikot. Starkes Schießen von Clemen Bauer heute. Wirklich Kompliment. Das haben wir wirklich schon ganz, ganz anders erlebt. Martin Fourcade. Nach wie vor, Zeit ist super. Wenig anders zu erwarten. Hat ja auch im vergangenen Jahr hier den Auftakt gewonnen, dieses Einzel. 14 Siege insgesamt, neuer Rekord. Ole-Einer Bjørndalen hielt diesen davor mit 12 Siegen innerhalb einer Saison. Er gleich 14 Mal im vergangenen Jahr und legt hier wieder ähnlich furios los. Andres Rastogujew oben, der lag nur 2 Sekunden hinter Fourcade. Allerdings jetzt mit dem Fehler wird er weiter nach hinten durchgereicht. Auch in der Vergangenheit das Stehenschießen bei Rastogujew immer etwas schwächer als liegend. Jetzt mit einem Fehler geht's ganz gut. Und jetzt also Ole-Einer Bjørndalen, der wird in allen Weltcup-Stadien gleichermaßen gefeiert mit 43 Jahren. Der Älteste im Feld, während wir hier nochmal Martin Fourcade sehen. Und gleich hinter Ole-Einer Bjørndalen wird dann der Jüngste starten mit Felix Leitner, dem Österreicher. Der ist erst 19 Jahre alt. Und wir schauen wieder rüber zum Schießstand. Jean-Guillaume Beatrice. Der ist ganz gut unterwegs. Vorhin sehr ordentlich, sehr zügig auch geschossen. Johannes Tinius Böhl. Der ist läuferisch extrem unterwegs, Böhl. Ja, eine Minute nach Beatrice gestartet. Der hier jetzt eine Scheibe stehen lässt. Und Bö. Schau die Zeit an. Zeit ist unglaublich. Und er kommt tatsächlich durch. Das ist nicht ganz ohne Risiko, was der da macht mit dem Tempo. 21,3 Sekunden ist er am Schießstand verblieben. Null ja. Fehler. Absolute Weltklasse und er setzt sich jetzt vor Martin Fourcade nach diesem zweiten Schießen. 17,2 Sekunden. Überragend bislang Johannes Tinius Böh. Mit der 17, Evgeny Garanichev, der da reinkommt. Und wir schauen rüber zu Dominik Windisch, der vorhin Probleme hatte, gleich 2 Fehler. Garnicev justiert ein wenig nach. Für ihn der dritte Durchgang hier. 1 Fehler für Windisch. Und auch wieder einer für Evgeny Garanichev. Ein Athlet, der sehr viel mit sich hadert, relativ wenig Selbstbewusstsein hat. Und wenn es dann nicht läuft, dann läuft es richtig schlecht bei ihm. Und Johannes Kühn, jetzt drücken wir ihm die Daumen, dass es eine Null wird beim ersten Mal. Ja, 2 dann am Ende doch noch. Auch die letzte Scheibe bleibt stehen für ihn, für Johannes Kühn. Kein guter Auftakt. Denis Herrmann sagte gestern, nach den 2 Fehlern, die sind wir schon im Kopf rumgegeistert. Da musste ich mich erstmal mit auseinandersetzen. Das ist nicht so schön, wenn die 2 da aufleuchtet im Einzel. Da kriegst du eben gleich 2 Minuten obendrauf. Und man weiß auch in dem Feld, mit 2 Fehlern als Nicht-Weltklasse-Athlet, da kämpfst du dann in Platzierungen um die 20 bis 40 irgendwo, wenn es gut geht.
wenn es bei dem bleibt. Genau. Also das ist schon immer eine Belastung, auch eine psychische Belastung, auch während des Rennens, das aus den Kleidern zu schütteln, ist nicht so einfach. Da kämpfst du am Ende darum, in die Punkteränge vielleicht zu kommen, bis zum 40. Rang. Fillon Maillet haben wir gesehen, knappe Minute zurück nach dem zweiten Schießen. Rang 5 für den Franzosen und Philippe Navrat, den wollen wir überhaupt nicht übersehen. Den 24-jährigen jungen Deutschen mit der Startnummer 21 vom Skiclub Nesselwang. Aber das hier interessiert uns natürlich auch. Arndt Peiffer, zweites Schießen. Läuferisch hängt er etwas zurück. Er braucht einfach ein gutes Schießergebnis. Und prompt kommt der Fehler für Arndt Peiffer. Jetzt gleich der zweite hinterher. Jetzt gibt es ein Problem. Ja. Und dann laufen eben die Plätze unten durch. Sie sehen das. Also zwei Fehler. Lief nicht gut für Arndt Peiffer. Ja, und wir haben einen neuen Führenden jetzt nach dem dritten Schießen. Julian Eberhardt mit wieder fehlerfreiem Schießen. Und da haben wir den Arndt jetzt bei der Zwischenzeit 26. 307. Daniel Bö als 47. reingegangen in dieses Rennen. Der ältere Bruder von Johannes Dinjes. Fehler aber jetzt auch bei ihm und gleich den zweiten hinterher. Also wird auch er hier in die Defensive gedrängt. Benedikt Doll, letztes Schießen, zwei Fehler, zwei Scheiben stehen schon, bleiben stehen. Im vergangenen Jahr waren es 6 Fehler, jetzt sind es 4 und entsprechend geht er da raus. Benedikt Doll, schade drum. Benjamin Weger. Einer der Meisterschützen im Feld, wenn nicht der Meisterschütze. Das beweist er auch hier wieder, Jörn Wollschläger, der Trainer der Schweizer Mannschaft. Und Benedikt Doll, den sehen wir hier rauslaufend. Benjamin Weger nach dem dritten Schießen auf dem vierten Rang, 29,3 Sekunden. Er ist einer von 4 Athleten, die hier mit 0 Fehler nach dem dritten Schießen rausgegangen sind. Simon de Thieu, abschließende Schießeinlage für ihn. Jeweils einen Fehler stehend, liegend hat er alles getroffen. Also Benedikt Doll nach dem dritten Schießen auf Rang 9 im Moment. Und Erik Lesser beginnt das Ganze. Schießt sehr schnell. Was macht er denn, der Erik? Ja, sehr selbstbewusstes Schießen von Erik Lesser. Sehr schön. Da kann er mit Eder und Konsorten und Eberhardt mithalten. Unbedingt. Das war mutig. Martin Fourcade sehen wir nach 10,8 Kilometern, also gute Hälfte der Distanz. In Führung liegend. Das sieht selbst in Zeitlupe noch langsamer, noch schnell aus. Es war keine Zeitlupe. Nee, nee. Also Fünfter ist aber der Erik nach dem ersten Schießen. Sehr schön. 18,4 Sekunden zurück. Anton Schipulin. Und oben haben wir Simon Eder. Wie die Jungs das machen. So schnell schießen. Es sieht so einfach aus. Aber es ist so unglaublich schwierig. Also Simon Eder, noch so ein Schießen. Dann ist er hier erster Kandidat. Totaler Unterschied zwischen den Schießeinlagen 1 und 2 und 3 und jetzt 4. Ja. Deutlich langsamer. Langsamer, ja. Kommt auch nicht, da sieht man einfach die Anstrengung. Ach, und jetzt zwei jetzt, Fehler. Ja. Das ist die Anstrengung. Hat er sich jetzt das ganze Rennen zunichte gemacht, Simon Schemp. Der erste geht diesmal rein. Na, wichtig jetzt, dabei zu bleiben. Braucht die Null. Boah, Glück gehabt. Jawohl. Ja, sehr gut. Sehr gut. Simon Schemp trifft auch
bei dieser Einlage alle Scheiben. Es bleibt bei dem einen Fehler zum Auftakt. Siebter Rang für Simon Schemp. Sieht gut aus. Zwei Laufrunden noch und ein gutes Schießen. Emil Heckle-Svensson kommt zum dritten Mal rein. Liegender Anschlag für ihn. Der Wind hat schon etwas zugenommen. Die Fahnen ziemlich waagerecht jetzt. Fünf Treffer für Svensson im dritten Schießen und mittlerweile nach dem vierten Schießen für Lars-Helge Birkeland aus Norwegen vor de Thieu und Simon Eder. Er ist auf dem dritten Rang jetzt. Dan Morawetz auf fünf gerutscht hinter Semenov. Benedikt Doll momentan siebter. Viel Betrieb und Martin Fourcade taucht da auf aus dem Feld. Schauen Sie unten links die Zeit von Julian Eberhardt. Hat er noch lange hin, Martin Fourcade. Sein Gegenspieler im Moment heißt Johannes Tingesbø vor allen Dingen auch. Aber natürlich muss er auch treffen, klar. Und Clemen Bauer schon mit einem sehr guten Schießergebnis. 19 Treffer. Nein, der Letzte. Der allerletzte. Nach 20 Sekunden der erste Schuss bei Martin Fourcade. Ja, er ist ja nie der, der volles Risiko schießt oder sehr schnell immer. Und alles unter Kontrolle. Er ist ein Mann, der will alles kontrollieren. Und da lässt er sich lieber die 2-3 Sekunden länger Zeit, als die Minute einzukassieren. Völlig zu Recht. Oben Björn Dahlen, unten Rastogujevs, der hier eine Minute drauf bekommt. Auch Björn Dahlen jetzt mit dem Fehler. Und selbstredend, dass Martin Fourcade wieder an der Spitze liegt nach dem dritten Schießen. 40,2 Sekunden vor Julian Eberhardt. Ole Einar Björn Dahlen nimmt einen Fehler mit, 1,37,5 zurück. Also auch läuferisch nicht ganz vorne in der Spitze mit dabei. Aber sein Ziel wird in jedem Fall in diesem Jahr werden die Olympischen Spiele sein, da bin ich mir ganz sicher. Darauf wird alles ausgerichtet sein, wird vielleicht auch nicht alle Rennen laufen. Aber auch er muss sich qualifizieren. Unbedingt, ja klar. Und das ist hart im norwegischen Team. Im deutschen Team die Norm ja zweimal beste 15 oder einmal Top 8. Und jetzt haben wir Johannes Tingesbø. Schauen Sie auf die Zeit unten. Knappe Minute auf Fourcade. Und neben ihm Beatrix. Ja, damit bleibt er vor. Fourcade. Den hat Siegfried Massé ja lange trainiert, den Martin Fourcade. 20,6 Sekunden jetzt der Vorsprung für Johannes Tingesbø. Ist ja noch mal um 3 Sekunden angewachsen im Vergleich zum letzten Schießen. Das ist der Stand. Johannes Tingesbø also vor Martin Fourcade und Julian Eberhardt, Simon Eder auf Position 4. Dann auf 11 Simon Schemp nach dem dritten Schießen, wohlgemerkt. Nach dem vierten Schießen liegt momentan Clemen Bauer noch vorne vor Lukas Hofer und Birkeland. Und da können wir uns die Serie von Johannes Tingesbø noch mal anschauen. Die jetzt auch nicht so risikoreich war. Ja, jetzt natürlich auch schon etwas müde, wenn man bei den Jungs von müde sprechen kann. Aber er hat sich eben die Zeit genommen, die er braucht, um fehlerfrei zu schießen. Das hat er hervorragend gemacht. Das ist die Weltklasse. Das sind die besten Biathleten der Welt, Fourcade und natürlich
Johannes Tignes-Bö. Und Jewgeni Garanichev. Gleichmäßig, kann man fast sagen, durchgeschossen. In jedem Schießen einen Fehler. Und Johannes Kühn, für den hoffen wir jetzt, dass es besser läuft als zu Beginn im liegenden Anschlag. Lukas Hofer hatte am Anfang auch zwei, hat dann dreimal fehlerfrei geschossen. Ja. Ach, Johannes leider schon wieder den ersten Fehler. Und Lukas Hofer auch im Ziel im Augenblick zweitplatzierter. Also der hat das dann noch gut gerettet. Nein, natürlich nicht im Ziel, sondern nach dem Schießen, nach dem vierten Schießen. Jetzt ein Fehler für Johannes Kühn. Und da bewegt er sich, schauen Sie unten die Zeit, 39. Kronmann. So genau um diese Platzierungen herum, wo es noch ein Pünktchen gibt, nämlich als 40. Momentan 43. 4 Minuten, 4 Sekunden sein Rückstand. Und Philipp Navrat ist zum ersten Mal da. Eine Null wäre jetzt wichtig, schau mal, für Selbstbewusstsein. Mann, oh Mann. Man sollte es nicht beschreien, Philipp Navrat, schade drum. Wirklich, alles prima gelaufen bis zum vierten Schuss. Und auch er jenseits der Punkteränge, 45. Platz im Moment, Fillon Maillet. Weitere gute Einlage für den Franzosen. Auch der hält sich hier locker im Geschäft. 5. Rang im Moment für Fillon Maillet. Starker Auftritt. Atem prima. 2 Fehler, jeweils einen im stehenden Anschlag. Und Julian Eberhardt ist wieder da. Letztes Schießen für ihn. Unten die Zeit von Bauer, unten links. Aber gleich der Fehler. Und damit rückt der Clement Bauer viel, viel näher. Nämlich um eine Minute. Bleibt bei dem einen Fehler. Für Julian Eberhardt ein gutes Ergebnis, ganz klar, das ist ein gutes Signal dann auch für die Sprints und er übernimmt auch die Führung. 10,3 Sekunden liegt er vor Clement Bauer, Julian Eberhardt. Arndt Peiffer. Ein schwarzer Kreis, kein gelber Punkt. Aber der Fehler wird angezeigt für Arndt Peiffer. Ja. Deutlicher Rückstand jetzt, 27. Rang und jetzt die ersten im Ziel. De Thieu setzt sich hier auf die erste Position vor Benedikt Doll. War nicht so ein großes Kunststück. Der Deutsche, ja, da haben wir ihn rechts im Bild, mit 4 Fehlern insgesamt, der Franzose mit 2. Alexander Loginov, nach wie vor im Team der russischen Mannschaft, war ja 2 Jahre wegen Dopings gesperrt. Im Dezember war die Sperre abgelaufen, tat auch zum Ende der vergangenen Saison schon wieder mit. Und ist jetzt von Beginn an dabei in der Mannschaft der Russen. Auch zügig geschossen. Jetzt beim letzten Schießen hat noch die Möglichkeit, fehlerfrei zu bleiben. Und ganz vorne anzugreifen, Benjamin Weger. Ja, ja, der schafft es. Der schafft es, verhakt sich ein wenig. Und jetzt geht es für ihn schnell raus. Erik Lesser sehen wir auch noch los sprinten mit nur einem Fehler. Ja, Benjamin Weger setzt sich an die Spitze nach dem vierten Schießen. 3,3 Sekunden vor dem schnellen Julian Eberhardt. Und wir schauen noch mal auf die Schüsse von Erik Lesser. Er ist wieder richtig krachen hat lassen. Läuferisch auch gut dabei. Er ist so mit Emlekli Svensson zeitgleich. Also schon starke Leistung von Erik Lesser in der Spur auf der Strecke. Und dann kommt Simon Eder mit den 2 Fehlern dann am Ende
doch bestraft. Dritter Rang im Moment. Eine Minute, 2,2 Sekunden sein Rückstand auf der Tube. Wenn man so schaut, die Laufzeiten oder die Endzeiten im Augenblick 56 Minuten, da werden die Besten vielleicht 53 unterwegs sein. Circa 3 bis 4 Minuten langsamer als im normalen 20er. Tolles Schießergebnis jetzt für Schipulin. Insgesamt mit nur einem Fehler. Und diese längeren Zeiten sagen ganz klar auch, es ist einfach stumpf, es ist anstrengend hier dieser 20er. Während wir oben Frederik Lindström sehen, Schipulin auf 6 nach dem vierten Schießen, der hier angefeuert wird vom heimischen Publikum. Insgesamt jetzt also mit 3 Fehlern und jetzt Daumen drücken für Simon Schemp. Da ist noch alles drin, Richtung Podium, er braucht die 0, ganz klar. Da ist der Fehler für Simon Schemp. Lässt aber bei dem einen gut durchgekommen danach. Raus auf die Strecke, was ist es wert für Simon Schemp? Unten die Zeit von Simon Eder, die wird er packen. Also setzt sich hier auf die 8. Position im Moment. Simon Schemp. Nach dem 4. Schießen, bester Deutscher, Benedikt Doll, momentan 16. Ja, deutlich rechts zu sehen, dieser Fehler von Simon Schemp. Rhythmus war gut. Mit 90% der Eis ein ordentliches Schießergebnis, aber es reicht eben nicht für die Position auf dem Treppchen. Und Lukas Hofer, der wird hier die Führung übernehmen. Im Ziel 27,8 Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen. Gleiche Fehlerzahl. Die beiden letzten Schießen also fehlerfrei absolviert. Hat er noch ein gutes Rennen draus gemacht. Jetzt ist Clement Bauer da. Schauen Sie hin, 12,1 Sekunden hinter Hofer. Mit einem Fehler weniger. Aber der wird nicht unzufrieden sein, der Clement Bauer. Mit seinem Rennen. Anton Babikow. Ja, ist der Zweite, der hier mit 20 Treffern durchkommt. Nach Benjamin Weger, Anton Babikow aus Russland. Und kämpft jetzt gegen die Zeit. Weger bislang noch ohne Weltcupsieg, ein 2. Platz, bestes Ergebnis. Und Babikow, der setzt sich hier an die Spitze, 7,3 Sekunden nach diesem 4. Schießen. Martin Fourcade ist da. Beginnt mit Fehler. 2. Fehler. Wiederholung des Vorjahressieges gefährdet, Fragezeichen. Mit diesen 2 Fehlern hat er hier die Tür aufgemacht für Johannes Tinjesbø vor allen Dingen. Mal schauen, wie sein Rückstand ist. 10,8 Sekunden auf Babikow. Wenn einer in der Lage ist, die rauszulaufen, dann sicher Martin Fourcade. Aber wie prognostiziert, das bleibt hier richtig spannend im Verlaufe dieses Rennens. Dadurch, dass die Top-Athleten hier weit verteilt sind im Feld. Rastogujevs. Ja, bravo. Mit diesem Nuller kämpft er hier auch um den Top-10-Platz. Andres Rastogujevs aus Lettland. Immer wieder mit Top-Laufleistungen. Hat sich viele, viele Rennen schon am Schießstand versaut. Aber jetzt ist er hier mit den 2 Fehlern sehr, sehr ordentlich dabei. Laufleistung ist super. Jakob Fack, auch bei ihm sind wir sehr, sehr gespannt, wie er in die Saison kommt und sich präsentieren kann nach langer, langer Leidenszeit. Schießt gut läuferisch, noch nicht auf dem Stand, den er vor seinen Schwierigkeiten hatte. Aber mit 3-mal fehlerfreiem Schießen hält er sich noch einigermaßen über Wasser. Aber jetzt. Und jetzt Johannes Tinjesbø. Hier geht's jetzt um den Sieg. Ja, ja. Der ist so eiskalt, der Junge. Der hat Nerven. 20 Treffer, Johannes Tinjesbø.
ist der Schnellste hier und heute. Was soll noch passieren? Da schauen wir jetzt gleich mal auf den Vergleich. Johannes Tinjesbø. Mehr als 2 Minuten vor Martin Fourcade. Und auch mehr als 2 Minuten vor Anton Babikow. Also Johannes Tinjesbø, dem Feld weit vorne raus. Erinnerst du dich, als du alles, was du getan hast, aus purer Freude getan hast? BMW xDrive. Im neuen BMW X3 und in vielen weiteren Modellen. Johannes Tinjesbø mit 24 schon auf dem Weg zum 14. Weltcupsieg. Wahnsinnsleistung am Schießstand und vor allen Dingen dann auch läuferisch. 4 Kilometer hat er ja noch nach diesem abschließenden Schießen, während wir Johannes Kühn hier sehen. Mit bislang 3 Fehlern, den ersten beiden Schießeinlagen. Das wird ihm gut tun. Das wird ihm gut tun, hier mal alles getroffen zu haben. Johannes Kühn. Sieht man gleich an der Körpersprache auch. Rückstand enorm. Spielt keine Rolle. Er ist hier zugestoßen zum Team. 29. Platz im Moment. Grüner Bereich. Julian Eberhard, den haben wir hier im Ziel. Neuer Führender. Vor Lukas Hofer und Clement Bauer. Benedikt Doll auf dem 11. Rang im Moment. Und unterwegs ja auch Simon Schempf in Richtung Ziel, während wir hier Fillon Maillet beobachten können. Der Nächste mit der Ambition, alles zu treffen, mit 20 Treffern hier rauszugehen. Ja, schafft er, und zwar recht zügig. 1,8 Sekunden zwischen Schuss 4 und 5. Das war richtig schnell. Extrem stark. Eins ist klar. Heute haben sich wirklich die durchgesetzt, die auch vorne zu erwarten sind. Quentin Fillon Maillet gehört auch dazu. Ja. Er ist ein absoluter Weltklasse-Athlet mit Weltcup-Siegen schon. Und er kann sich hier einen Podestplatz holen, während wir hier Benjamin Weger sehen und dahinter Erik Lesser. Und drüben steht Arndt Pfeiffer zum letzten Mal heute am Schießstand. Ja, und wie beim ersten Mal, jetzt kommt er noch mal sauber durch. Arndt Pfeiffer, aber Sie sehen es unten, es geht so um den 20. Rang im Moment und da kommen ja noch einige nach ihm, insgesamt 108 Starter, viele davon natürlich nicht in den Bereichen unterwegs, in denen sich Arndt Pfeiffer bewegt, 22. Platz im Moment und Erik Lesser versucht sich da Benjamin Weger ein wenig vom Hals zu halten, er kommt jetzt hier Richtung Ziel, kämpft gegen die Zeit von Lukas Hofer. Und die packt da 3. Rang im Moment. Hinterhofer packt die Zeit von Bauer, so rum ist richtig. Und im Ziel ist er momentan der Einzige mit 20 Treffern. Aber da kommen ja ein paar noch hinterher. Gute Leistung vom Schweizer. Und Erik Lesser ist abgebogen Richtung Schießstand. 3. Einlage, liegender Anschlag noch einmal für ihn auf die kleine Scheibe.
auf die 45 mm im Durchmesser. Beginnt sehr schnell, 9,7 Sekunden. Schneller Rhythmus wieder, vorne Erik Lesser. Ja, Wahnsinn. Ein Schießen wie im Sprint, unglaublich. Der ist richtig selbstbewusst heute am Schießstand. Hat sich hier ein tolles Schießergebnis geholt, ein paar Sekunden rausgekitzelt und bewegt sich momentan auf dem 7. Rang. Und schauen Sie, Martin Fourcade, 1,1 Sekunden sind es jetzt noch. Auf Barbikow, guten Kilometer vom Ziel. 10 Sekunden waren es. Circa. Und hier nochmal das Schießen von Erik Lesser. Glück beim ersten. Aber dann legt er los wie die Feuerwehr. 1,4, 1,5 Sekunden zwischen den einzelnen Schüssen. Also der zeigt heute hier wahre Top-Leistungen am Schießstand. Und Anton Schipulin, ein Fehler im ersten stehenden Anschlag. 7. Rang im Moment. Benedikt Doll schon auf 13 zurück. Julian Eberhardt sehen wir hier nach wie vor noch der Führende. Da grinst er breit, der weiß schon, was da noch kommt. Allen voraus Johannes Tinius-Bö und Simon Schemp hier Richtung Ziel unterwegs. 8. Rang, so ist er auch rausgegangen nach dem 4. Schießen. Ah, da schaut er hoch. Wesentlich besser als im Vorjahr, das wollen wir mal festhalten, als alle vier jenseits der 30 Besten gelandet sind. Anton Barbikow. 2,3 Sekunden hinter Julian Eberhardt. Diese Spitzkehrer dann runter ins Stadion und Emil Hegle-Svensson kommt rein. 2 Fehler. Podest ist durch. 5. Rang im Moment für Emil Hegle-Svensson. Ordentlicher Einstand für ihn. 2 Fehler. Naja, wird er sagen, das ist mir zu viel für meine Ansprüche. Und Martin Fourcade ist vorbeigesaust. Das Feld ist grün, nicht mehr rot. Hat sich vorbeigestohlen. 3,5 Sekunden seine Führung vor ihm hier bei dieser Zeitnahme. Vor Anton Barbikow. Er schafft die Zeit von Julian Eberhardt nicht. 2. Rang also. Gratulation, tolles Rennen von Anton Barbikow. Ich habe es angesprochen, liegt ihm hier in Östersund im vergangenen Jahr. Erster Weltcupsieg in der Verfolgung. Und dann kommt Martin Fourcade, der jetzt zunächst einmal alle hier um ein Plätzchen nach hinten schiebt, sich an die Spitze setzt, vor Julian Eberhardt, vor Barbikow, also neuer Führender Martin Fourcade. Lukas Hofer auf 4, Simon Schemp jetzt auf 11, Benedikt Doll auf 18. Gratulation. Haben wir da gesehen von Anton Barbikow, Andres Rastogujev. Der ist noch ein Stück weit weg von der Ziellinie. Aber landet hier weit, weit vorne. Tolles Auftaktrennen für den Letten in diese Saison. 6. Platz im Moment für Rastogujev. Hinter Benjamin Weger. Bemerkenswert die Laufzeit von Lukas Hofer. Nur 2,8 Sekunden hinter Martin Fourcade. Gleich viele Fehler geschossen. Also Lukas Hofer, muss man schon sagen, alle Ehre. Heute dieser 5. Platz, der es vielleicht wird. Denn er kommt ja noch. Johannes Tinius-Bö, ja. Der hier angefeuert wird von den Betreuern da draußen auf der Strecke. Aber der braucht eigentlich niemanden, der ihn treibt. Johannes Tinius-Bö. Und er weiß das natürlich ganz genau, wie schnell der unterwegs war, wie gut der geschossen hat. Sich die ein oder andere Sekunde am Schießstand noch geholt hat. Und hier den Franzosen deutlich distanzieren wird.
Gratulation an Johannes Tinjesbø. Tadellose Leistung. Und das sollte sein 14. Weltcupsieg sein. Da sehen wir überhaupt niemanden, der da rankommen kann. Und Sie haben es gesehen, dieses goldene Gewehr für die olympische Saison. Also der hat hier was vor in diesem Jahr, wie so viele andere natürlich auch. Aber er zeigt es nach außen mit der Farbe seines Gewehrs, Johannes Tinjesbø. Benton Fillon-Maillet. Ja, in Richtung Podest durchaus unterwegs. Oh, 1,32 zurück, hat 30 Sekunden schon fast verloren. Ja. Die Runde nicht sieht gut. Auch müde aus. Ja, ja. Geht schon nicht mehr so viel, aber ja, vielleicht kann er es ins Ziel retten jetzt gegen Martin Fourcade, der ja der Zweitplatzierte im Augenblick ist. Und Jakob Fack. Probiert es übers Schießen. Bis hierhin geht's. Jetzt kämpft er nochmal, stellt sich nochmal neu hin. Sehr routiniert macht er das. Jawohl, sehr gute Leistung von Jakob Fack. Erfahren, 30 Jahre alt, ist ja in Rijeka in Kroatien geboren. Startet für Slowenien mittlerweile. Im Vorjahr 34. nur im Weltcup. 14-15 in der Saison, da war er Dritter. Dann begann seine lange Leidenszeit. Und jetzt sieht es wieder ganz gut aus für ihn, zumindest in diesem ersten Rennen. Gleich zu Beginn der Saison scheint er ganz gut drauf zu sein. Auf geht's jetzt, komm! Top 20, probieren wir jetzt nochmal! Es ist schon sehr anstrengend hier auf dieser Runde. Zwei Plätze konnte Arndt Peiffer gut machen seit dem Verlassen des Schießstandes. Den wir hier in seiner ganzen Pracht sehen. Und im Ziel also Johannes Tinjesbø vor Martin Fourcade, dem Vorjahressieger hier in Östersund zum Auftakt. Dann Julian Eberhardt, Anton Babikow vom Podest gestoßen. Bester Deutscher Simon Schemp momentan auf Rang 13. Dann Benedikt Doll auf 22. Und Arndt Peiffer, der Nächste, der einkommen wird aus deutscher Sicht. Während er hier noch eine Pflicht zu erledigen hat am Schießstand. Johannes Kühn. Wäre prima, wenn ihm nochmal hier eine saubere Serie gelingt. Dann wird er sich hier den ein oder anderen Weltcup-Punkt abholen können. Hat man richtig gesehen, ja, wie er zusammengezuckt ist. Und dann landet er doch wieder in den Bereichen, wo er schon nach dem ersten Schießen sich aufgehalten hat. Also rund um die Positionen, wo es ein paar wenige Punkte nur gibt. Benton Fillon-Maillet stürmt dem Ziel entgegen, verdrängt Martin Fourcade vom zweiten Rang. Neuer Zweiter also, Benton Fillon-Maillet aus Frankreich vor Martin Fourcade. In Führung weiterhin Johannes Tinjesbø. Völlig ausgepumpt, während wir hier Philippe Navrat sehen. Vergangenen Jahr schon mal eingesetzt, in Kontiolahti war er dabei. Sollte schon in Pyeongchang mittun im vorolympischen Weltcup. Ist aber krank geworden und dann hat es für Kontiolahti noch gereicht. Und auch für Oslo. Und hier, wofür reicht es in Östersund? Repetiert ja hier etwas unvorsichtig, nicht nachhaltig genug. Jetzt muss er einmal nachladen, geht relativ zügig. Macht er gut, schaut noch mal, passt der Wind noch. Jawohl. Ja, hat er gut gelöst mit den leichten Problemen. Ah, man sagt ja so um die 10 Sekunden pro Nachlader. Braucht es dann schon. Und er also auf dem 31. Rang. Und Arndt Peiffer kommt ins Ziel und landet auf Position 22 für den Moment. Also ähnlich wie gestern bei den Damen.
Simon Cemp auf 14, bester Deutscher, 22. Arndt Peiffer, Benedikt Doll auf 26. Das sind die Ergebnisse momentan, die sich aber sicher noch weiter verändern werden. Ja, wir hoffen natürlich noch auf Erik Lesser, dass unbedingt, er zaubert. Ja, unbedingt, klar. Dass er nochmal so zaubert, eine Null hinbringt, wenn möglich. Und auch läuferisch scheint er mir wirklich in guter Verfassung zu sein. Bis zu seinem letzten Schießen war er in etwa so schnell wie Emil Heckle-Svensson. Während wir hier noch einmal den Tagessieger über die Ziellinie rutschen sehen, Johannes Dinjesbø. Nach vollbrachten 20 Kilometern tadellos am Schießstand, super schnell unterwegs in den Wäldern von Östersund. Und dann haben wir Alexander Loginov. So, jetzt. Und rüber zu Erik Lesser. War der die Patrone nicht eingeführt? Gute Zeit, Erik Lesser. Jetzt aber der Fehler. Ja, lass es bei dem einen. Ach. Nein, und dann setzt er den zweiten noch drauf. Und da sieht man dann gleich an seiner Reaktion. Die Enttäuschung, die kommt da gleich aus ihm raus. So aussichtsreich, da schüttelt er jetzt noch den Kopf, bevor er da an der Zeitnahme vorbeigelaufen ist. 16. Rang. Da stand die Zeit des Zweiten unten, als er ankam. Oh. Ja, hat er, in die Richtung ist er schon gewackelt. Ja, da ärgert er sich zu Recht. Ja, zu Recht, klar. Hat sich hier ein richtig gutes Ergebnis zunichte gemacht bei diesem abschließenden Schießen. Ursächlich könnte eben gewesen sein, dieser erste Schuss, der nicht reingegangen ist, die Patrone nicht eingeführt richtig. Da war er von seinen Gedanken dann nicht mehr ganz dabei und dann geht es so schnell, es ist schade. Emilia Jacquelin, ein neues französisches Gesicht im Weltcup-Team. Zum ersten Mal hier eingesetzt bei diesem Einzel mit der hohen Startnummer 100, 108. Ja, insgesamt in diesem riesengroßen Feld. Der Einzelstarter, 34 Nationen haben gemeldet für Östersund. Zu Beginn dieser olympischen Saison. Nelle, ja, der macht das richtig gut. Ja, stark. Starkes Schießen. Zum zweiten Mal trifft er alle fünf Scheiben. Eine nur verfehlt zu Beginn. 40. Rang mit diesem einen Fehler. Also läuferisch fehlt es dann noch. Deutlich. Aber am Schießstand bisher kann man ihm überhaupt keine Vorwürfe machen. Jahre ist er alt und jetzt noch einmal in der kurzen Abfolge der kurze Film, das goldene Gewehr, heute war es 20 Mal der goldene Schuss ins Ziel für Johannes Dinjesbø. Das war ein Ausrufezeichen, das er hier setzen konnte, auch gegen Martin Fourcade. Überragende Gesamtleistung über beide Disziplinen hinweg. Ja, und Jakob Fack geht schwer, man sieht's. Er hält sich eben mit diesen Nullfehlern noch einigermaßen im Feld. Vor ihm der junge Österreicher, Felix Leitner. Haben wir ihn zweimal Juniorenweltmeister gewesen. Von ihm erwartet sein Trainer Gößweiner auch, dass er sich gut einfügt ins Weltcup-Feld. Hat noch einmal einen Schritt getan, hat er betont. Und jetzt wird es hier insgesamt wieder etwas ruhiger im Stadion. Marikoi haben wir hier, Esten, 34 Jahre alt, erfahrener Athlet. Allerdings heute mit 5 Fehlern belastet, also 5 Minuten
obendrauf und damit keine Chance auf Weltcup-Punkte für ihn. Bislang haben wir 4 Schützen, die hier alle 20 Scheiben getroffen haben. Johannes Tinjesbø, Fillon Maillet, auch Babikov ist das gelungen und Benjamin Weger, dem Schweizer, der momentan 7. ist. Und Kolff landet am Ende auf Platz 49. 11 Minuten 20 sein Rückstand. Das sind Welten. Martin Fourcade. Also heute mal geschlagen, aber auf dem Podest mit 2 Fehlern. Und schon ganz routiniert über all die Jahre die Interviewkür, die dann beginnt nach seinen Zieldurchläufen. Also das gelbe Trikot, das wird dann im Sprint Johannes Tinjesbø tragen, des Führenden im Gesamtweltcup nach seinem Sieg heute. Läuferisch war er der Schnellste, ganz knapp vor Lukas Hofer. Und Johannes Tinjesbø war 11,2 Sekunden langsamer. Hier kommt der nächste Nullschütze, der 5. dann. Mit Jakob Fack, genau. Und wo ist er? Jetzt sieht er wieder wesentlich dynamischer aus als in dem Streckenabschnitt vorhin. Das haben wir auch bei Fillon Maillet ähnlich beobachtet. Ja. Der auch an der Stelle da langsamer war und dann hier doch nochmal mit einem anderen Tempo um die Ecke kam. Da sind sie 3,5 Minuten ungefähr hochgelaufen, ja, oder 4 Minuten genau. Vielleicht. Also das ist schon brutal ja. Gewesen da. Ja, und er kämpft hier um einen Top-10-Platz. Jakob Fack. Ja, die Zeit von Svensson packt er nicht ganz. 11. Rang für ihn. Ohne Fehler. 2 Minuten 44 sein Rückstand. Aber der wird richtig happy sein, dass es ihm so heute mal wieder gegangen ist zum Auftakt der Saison. Olainer Björn Dahlen. Ja. Ein Fehler beim ersten Schießen, dann dreimal sauber durchgekommen. Jenseits der Top 10 Plätze. Verschiebt hier Simon Schemp auf Rang 16 direkt nach dem Schießen. Aber jetzt hat er ja noch 4 Kilometer vor sich. Und da muss man sehen, was er noch zu bieten hat. Was er noch an Kraft drin hat. Während wir hier Johannes Kühn sehen, der um Weltcup-Punkte kämpft. Klar, 34. bei dieser Zeitnahme. Ja, laufen kann er, der Johannes, das ist keine Frage. Schießen kann er auch. Ja, muss nur, ist schwierig zu sagen, natürlich auch immer aus der Ferne, aber oh, da strauchelt er ein wenig. Da schießen immer seine Wackeldisziplin, das ist ganz klar. Aber ja, vielleicht sollte man sich mal noch Hilfe von ganz weit außen holen, also nicht aus dem Trainerumfeld, damit man das Schießen vielleicht mit einer psychologischen Unterstützung besser in den Griff bekommt, weil an dem Johannes, da geht schon ein guter Biathlet und sonst irgendwann mal verloren. Weil er ist einfach, er ist ein guter, läuft sehr schnell, schau, 49,5 Sekunden hinter Martin Fourcade in der Laufzeit, 6. Laufzeit, also ja, das ist schon gut. Ja, absolut, und mit 26 Jahren kommt er jetzt, wie man so schön sagt, ins beste Biathlon-Alter, aber eben die zweite Disziplin, da muss er dann noch nachlegen, wenn er weiter vorne angreifen will. Alexander Loginov und dahinter Erik Lesser. 16, das sind 8 Sekunden auf 15, das ist momentan der Simon. Auch der empfängt hier die Unterstützung von Andreas Stützel. Lautstark am Rand. Aber wer Erik Lesser kennt, der weiß, der läuft hier jetzt mit einer richtig dicken Krawatte. Sehr, sehr selbstkritisch mit seinen Leistungen. Er hat schon ein paar Sekunden auf Simon Schemp gut machen können jetzt auf dieser letzten Runde. Trotzdem ist es noch ein gewisser Abstand, 8 Sekunden. Ob er die bis ins Ziel noch holen kann, das bleibt zu bezweifeln. Also Johannes Tinjesbø, schauen wir es uns nochmal an vor Quentin, Fillon Maillet und Martin Fourcade. Und
Und dann auf dieser Seite also mit Simon Schemp, den besten Deutschen, auf 15, Arndt Peiffer 23. Benedikt Doll auf Position 28 im Moment. Johannes Kühn, 36. Und dann fehlt uns noch Erik Lesser und auch Philipp Navrat. Anton Sinapov hier, der Bulgare, insgesamt 8 Fehlern, mächtig daneben gelangt. Das nenne ich mal Beständigkeit. Ja. 2-2-2-2. Ist auch eine Serie, ja, die natürlich bitter wehtut. Und entsprechend weit muss er sich hinten einreihen, wie im Übrigen auch, wir lesen es da unten, Daniel Mesotic, der am Ende als 60. nur ins Ziel kam. Da haben wir nochmal Philipp Navrat bei seinem abschließenden Schießen. Ja, bleibt bei dem einen Fehler. Unten sehen Sie es. Die Zeit von Benedikt Doll ist die nächste. Dann kommt der Kanadier Gaff. Und jetzt muss er sich sputen. Will er hier noch ein, zwei Pünktchen mitnehmen. Weltcup-Punkte, 3 Fehler insgesamt. 5 Minuten 25 sein Rückstand. Und dann kommt Erik Lesser ins Ziel. Jetzt haben wir ihn am Ende auf dem 16. Rang, direkt also hinter Simon Schemp. 6 Sekunden dahinter Erik Lesser. Und wir springen gleich mal runter zu Nils Kaben. Der hat Martin Fourcade eingefangen. Bitte. Ja, und er wartet hier schon. Wir wollen nicht, dass er anfängt zu frieren. Martin, es war ein gutes Rennen bis zum 4. Schießen. Zu viel gewollt oder war das dann doch ein Tribut an die wirklich schwere Strecke? It seemed to be a quite a good race up to the 4th shooting. Was it a tribute to the very hard track today or too much attack? I think I went too much attack on the last shot. You know, I was really, really concentrated on my 3-1st shoot. I knew what I had to do and it was pretty easy to apply. But on the last one, I thought about thinking about zero clean shooting and a lot of negative thoughts. And I was not strong enough today to escape from this thought and to stay focused on my shooting. It's a good good lesson for the following and no regrets because anyway, Johannes shot faster than I did today, so I had no chance to be on the first place, even with no mistake. So it's not the result I was expecting for, but it's a quite good start, okay start. Ja, er sagt, er hat tatsächlich zu viel gewollt ein bisschen, fing dann an nachzudenken darüber, dass er null schießen wollte, wenn er hier überhaupt ganz nach vorne kommen wollte. Diese schlechten Gedanken, sagt er, die ist er dann nicht losgeworden und er bereut es aber nicht. Er sagt, das ist ein ordentlicher Lernprozess, gerade im ersten Weltcup und man muss unterm Strich am Ende sagen, hat er gerade noch mal erwähnt, auch ohne die beiden Strafminuten wäre er nicht ganz nach vorne gekommen. Dazu war Johannes Tinesbø heute zu stark. Letzte Frage geht um die Olympischen Spiele. Die stehen ja im Februar bevor. Alle schauen gebannt nach Lausanne am kommenden Dienstag, wenn das IOC über die Teilnahme der russischen Mannschaft entscheidet. Sie waren immer der Meinungsführer für einen klaren Sport, auch in der vergangenen Saison. Jetzt habe ich gelesen, Sie haben Ihre Meinung ein bisschen geändert. Sie sind nicht mehr konsequent für den Ausschluss der russischen Mannschaft. Was hat dazu geführt? Now let's talk about the Olympic Games, about the Russians. There we will have the decision of the IOC next week on Tuesday. You've been the leader of the campaign for a clear sport in biathlon especially, but now I read you changed your opinion a little bit, that you're not going for a complete ban for the Russian team. Why? It's good before after 10 years in biathlon I start to understand your questions in German also, so quite good. But regarding your question, we heard about the IOC will have a meeting and they will decide about the Russian issue. We have no information about it, but as an athlete, I will keep the same position. You know, I'm mostly I must say against collective sanctions because I'm sure there is a really good Russian athletes who don't use doping. Anyway, with what we heard about the Sochi Olympic Games, if it's true, and the IOC should know that.
It's a big shame, and the ones who were involved need to be punished. You know, it's strange because in a way I'm against collective sanctions, but in another way, with all the positive tests in the past last year, I lost faith, and I'm really disappointed about that. You know, I'm a big fan of sport. I dream watching sport on TV, and I think when you lost faith, it's not good for the sport. And as an athlete, sometimes I lost, so I can imagine that people in the other side of the TV also must have this feeling. So I hope the IOC will take the good solution, but I have not, you know, only one solution. It's a pretty hard choice. Okay, thank you very much. Ja, er sagt, er wird die IOC-Entscheidung abwarten und sich natürlich auch dem beugen, was die Herren nächsten Dienstag in Lausanne entscheiden. Er ist grundsätzlich gegen kollektive Strafen, weil er der Meinung ist, dass es garantiert auch russische Athleten gibt, die anständig und fair ihren Sport betreiben. Aber nach all dem, was bekannt geworden ist, was die Olympischen Spiele 2014 in Sochi angeht, sagt er, da muss man hart durchgreifen, auch wenn er dabei Gefahr läuft, sein Gesicht ein bisschen zu verlieren, weil er seine Meinung ändern muss. Es ist für Martin Fourcade, für den Vorkämpfer der Biathleten, tatsächlich eine schwierige Angelegenheit. Grundsätzlich sagt er, kollektive Strafen sind schwierig, aber wie das genau zu regeln ist, da ist er eben auch sehr, sehr unsicher als großer Fan dieses Sports. Und damit zurück ins Rennen. Sind noch einige Athleten unterwegs, unter anderem ja eben auch Ole-Einar Bjørndalen, den wir hier kommen sehen. Und wir haben beobachten können, er hat ein wenig verloren nach dem letzten Schießen gegenüber den deutschen Athleten. Er war vor Simon Schemp und Erik Lesser. Jetzt ist er hinter Erik Lesser schon zurückgefallen, konnte also das Tempo nicht ganz halten von Erik Lesser und Simon Schemp. Und ja, wird jetzt aller Voraussicht nach auch hinter den beiden ins Ziel kommen. Wohin wir ihn noch begleiten, den 43-jährigen ältesten Athleten in diesem Feld. Hat in der Vorbereitung auch in Oberhof Station gemacht, 3 Wochen lang. Mit seinem Wohnmobil hat er da gestanden, gemeinsam mit Daria Domracheva die Skihalle genutzt und alles, was es drumherum zu haben gibt, um sich vorzubereiten. Ole-Einar Bjørndalen auf diese olympische Saison. Und heute also mit diesem einen Fehler sein Auftakt. Reiht sich ein hinter den beiden Deutschen auf Position 17, also Schemp auf 15. Bester Deutscher heute, Erik Lesser auf 16, Ole-Einar Bjørndalen 17. Der Sieger allerdings, der heißt Johannes Tinjesbø aus Norwegen. Gratulation noch einmal für diese tadellose, überragende Leistung vor Quentin Fillon-Maillet und Martin Fourcade. Ja, Glückwunsch also an Johannes Tinjesbø für den Sieg hier über 20 Kilometer. Im Vorjahr musste er sich Martin Fourcade beugen, da hat es nur zum zweiten Platz gereicht. Jetzt also zum ersten. Und wir wollen aber natürlich über die Deutschen reden. Sven, du hattest vorher gesagt, als ich dich fragte, ob ein bisschen mehr zu erwarten ist als der 13. Platz von Franziska Hildebrandt gestern, hast du gesagt, ja, es ist mehr zu erwarten. Bester Deutscher heute Simon Schemp auf 15. Jetzt kommst du. Ja, jetzt komme ich. Also waren natürlich viele gute Teilleistungen zu bringen oder waren zu erwarten, beziehungsweise wurden auch gezeigt. Aber um ganz nach vorne zu kommen oder aufs Podium zu kommen, war es natürlich heute richtig hart vom Laufen her und dann natürlich dann mit den schweren Beinen dann versuchen, so fehlerfrei zu schießen. Es sind nur 5 Athleten gelungen und 2 davon sind natürlich auf dem Podium. Also hervorragend auch Johannes Tinjesbø. Das ist natürlich heute eine Vorstellung gewesen. Das ist schon richtig gut. Auch Martin Fourcade mit den 2 Fehlern zum Schluss hat es eben auch gezeigt, dass er auch vom Laufen her ein bisschen eingebrochen ist. Aber das ist, wenn so ein starker Mann da so nachkommt, das ist also, ja, ist halt so, auch am Start. Und so vergleicht man auch jetzt dazu die Deutschen, dass man sagen kann, ja, auch 2 Athleten sehr gut gelaufen. Auch, wenn ich das richtig habe, mit Johannes Kühn auch sehr gut gelaufen. 6 beste Laufzeit. Und von der Seite her kann man sagen, okay, Teilleistung gut, aber halt zusammen nicht und leider kein fehlerfreies Schießen. Erik Lesser ist am Ende auf Rang 16 gelandet. Der hat uns beeindruckt mit den liegenden Anschlägen, wirklich Schnellfeuereinlagen. Müsste man ihm da eigentlich ein bisschen die Ohren langziehen, weil das ja immer
Einzel eigentlich darum geht, Treffer vor Zeit? Also das heißt ja immer, man muss bewusst schießen. Und Einzel hat ein ganz anderes Wettkampfprofil als jetzt zum Beispiel der Sprint. Und jeder muss dann sein Tempo finden. Und man kann jetzt nicht sagen, du darfst nur 20 Sekunden im Einzel schießen oder 23 und im Sprint 15 Sekunden, sondern jeder muss für sich das finden. Und wenn das für einen Erik das so ist, also das ist ein Erik, ja, hier haben wir jetzt das Liegenschießen, wenn einem Erik sein Naturell das ist und er kann das auch sehr gut, dann ist das Risiko bei ihm. Und wenn er sagt, okay, ich treffe, das ist das Allerwichtigste, dann mag das im Liegend hinhauen. Aber vielleicht hätte er im Stehend dann wieder umschalten müssen. Und das ist halt schwer, wenn es im Liegend natürlich ein positives Ergebnis gibt und er sagt, okay, es geht. Aber Stehend ist dann doch wieder ein bisschen anders. Und wir haben auch gerade bei Mateusz Foucault gesehen, wie der um die Null gekämpft hatte beim ersten Stehenschießen. Obwohl er eigentlich auch als bekannter, guter Stehenschütze war, hat er gemerkt, das passt heute nicht. Also da war von Anfang an dieser Kampf drin. Und die zwei Fehler zum Schluss hat es eben gezeigt, dass es bewusst war. Und nochmal ganz kurz, ziemlich durchwachsene Schießleistung heute, ne? Ja, es waren natürlich auch gute Bedingungen, aber die Strecke hat halt ihren Tribut gezollt, beziehungsweise die Athleten standen dann nicht ganz so da und war ganz leichter Wind, deshalb auch nicht so ganz einfach gewesen. Trotzdem vielen Dank für deine Einschätzung heute.